Hallöchen Puppüchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS Feuerwehr beim Leinhard. Ich grüße euch, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ja, es sind Sommerferien. Und was ist in den Sommerferien immer so schön? Viele fahren Urlaub. Viele bleiben auch zu Hause. Ja, und dann ist natürlich auch wieder sehr viel zu tun für die Feuerwehr. Die Nachbarschaft hatte letztens gerade wieder einen Waldbrand gehabt, weil irgendwelche Kinder gezündelt haben, wie man es im Nachhinein erfahren hatte. Ja, und Akt ist, ich wollte gerade eigentlich meinen Rasen mähen, weil ihr seht ja, da hinten sieht es ja aus wie Kraut und Rüben, ne? Der musste eigentlich gemäht werden, das hat eben gerade alarmiert. Zum F2 brennt vermutlich, ja, Waldhütte am Waldweg. Ja, wir haben hier diverse Waldhütten, das weiß ich. Und eine scheint es wohl gerade zu brennen, das ist mit die Hubertushütte, die kenne ich. Ja, super. Rasenmäher, ja, egal. Hier wird hoffentlich nichts geklaut. Ich muss jetzt mal erstmal ins Feuerwehrhaus. Ganz wichtig, weil, ja, brennt halt irgendwie wohl eine Waldhütte. Dann, Türü, fahren wir mal ein bisschen auf die Wache. Ich habe keinen Plan, gar nichts. Ja, ich weiß nur, dass es irgendwie fackelt, so hieß es, weil die Meldung, aber ob es wirklich brennt, ich habe keine Ahnung. Fakt ist ja einfach, wie gesagt, diese Waldgeschichten im Sommerferien als die Einsatzgeschichte der Feuerwehr doch höher, weil halt auch nichts böse gemeint. Viele mit ihrer Freizeit nichts anfangen können, ja, und machen dann den meisten Unfug. Das ist wirklich so. Also brennt sehr viel auch im Wald, es werden Kippen weggeschmissen, es werden Gläser, Flaschen weggeschmissen. So, mein lieber Freund, gib mal ein bisschen Speedy. Okay, es scheint noch keiner da zu sein. Ist halt auch eine blöde Zeit. Wir haben 11.31 Uhr. Ja, normalerweise ist das eigentlich doch immer ganz gut, die Zeit. So, Auto ist da. Light on. Aussteigen. So, So, hier gehen die Türen natürlich wieder nicht auf. Die ist nämlich verranzt, die Tür. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier vorne rein können, weil die Türen hatten mich letztes Mal auch wieder so ein bisschen Problematik. Abruf gehen, die Tür gehen, die Bäume gehauen. Gut, ab in die Umkleide. So, erstmal meinen Spind. Ich habe immer den letzten Spind hier hinten. So, umgezogen, Dankeschön. Geht ja eigentlich ziemlich schnell. Hallo, Leute, wann kommt ihr? Von den Mädels ist auch noch keiner da. Gut, okay. Also, ab zu dem ersten. Jetzt gehen wir uns erstmal anmelden, Status 3. Beziehungsweise wir machen erstmal die Tore auf, würde ich sagen. Das wird mir nicht verkehrt sein, weil die brauchen wir nämlich gleich alle. Ich denke mal, wir werden, wenn es Dings ist, ob der OV kommt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist ein F2, normal kommt der auch, der muss kommen. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier rein und melde mich erstmal an. Status 3, beziehungsweise Status 3, Status 5. Und mal Rückmeldung von der Einsatzstelle bzw. von der Leitstelle bekommen. Ja, also, ich sehe ja richtig lustig, mit Brille sogar. Hey, Obercooler. Nein, natürlich nicht. Im Feuerwehreinsatz trage ich keine Sonnenbrille, das ist ganz klar. Doch, habe ich auch schon gemacht, wenn es ein längerer Einsatz war, der über ein paar Stunden ging, wo auch strahlender Sonnenschein war und wir eigentlich nicht viel machen mussten und warten mussten etc., habe ich auch mal die Sonnenbrille aufgehabt. Aber das ist dann eher schon eine Ausnahme. Gut, also Rückmeldung ist, es ist bestätigt, das haben auch mehrere Leute angerufen. Es ist wohl ein großer Feuerschein zu sehen im Bereich der Hubertushütte. Wäre sehr schade, weil es ist eigentlich immer so eine ganz nette Waldhütte gewesen, wo man sich mal treffen konnte. Ist so auf dem Waldweg. Keine Ahnung, wir werden jetzt einfach mal gucken, was Sache ist. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt aus dem Auto raus, weil der ELW, wobei, jetzt können wir es doch reinsetzen. Wir werden natürlich erstmal eine Erkundung machen, das ist ganz klar. Ganz wichtig ist die Erkundung. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken, weil hier stimmt nämlich jetzt gerade wieder was nicht. So, also Status 3 haben wir ja schon gedrückt. Wir machen mal unsere Blaulichter an. Und dann fahren wir mal einfach los. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Hubertushütte ist natürlich klar. Die können wir von hier nebenan fahren. Das geht nämlich super. Das ist nämlich hier der perfekte Anfahrtsweg. So, schauen wir einfach mal, was uns da jetzt erwartet. Ich hoffe, das ist wirklich nicht so extrem, aber es hieß wohl massiver Feuerschein.
Auch ein Hubschrauber von oben vom ADAC hat schon. Okay, das Thema hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, der Hubschrauber hat es eigentlich bestätigt. Ja, aber ihr seht es selber, das Ding fackelt gerade richtig. Gut, dann kann ich mein ELW eigentlich auch hier stehen lassen. Ja, ist ja noch ein Kommunikationsfahrzeug. Ich werde mir jetzt erstmal als Einsatzleiter die ganze Geschichte angucken. Also hier ist schon mal keiner mehr. Das Problem ist, oh, was eine Wärme. Ich spüre schon richtig die Wärme, Leute. Ach, du kriegst, das brennt aber schon länger. Das brennt schon länger, das ist sicher. Und das Problem ist, es greift auch mittlerweile, hat es die Grasfläche angegriffen. Hier sind überall Bäume. Also hier haben wir ein richtiges Szenario. Gut, es ist, man spürt richtig die Wärme. Es ist extrem heiß. Ja, so, ich gehe mal ein bisschen durch das Gestrüpp hier durch. Also hier hinten hat es auch schon das Gras angefangen. Also wir müssen hier schnellstmöglich anfangen zu löschen. Gut, jetzt gehen wir erstmal dann Rückmeldung geben an die Leitstelle, dass es bestätigt ist, dass hier massives Feuer ist. So, also Rückmeldung an die Leitstelle. Bestätigter Brand der Waldhütte Hubertus. An die Einsatzstelle, wie gesagt, sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehr Kleinsellheim und auch die Nachbarfeuerwehr müssen alarmiert werden mit ihren TLFs, weil hier hinten keine Wasserversorgung ist. Also wir müssen, wenn überhaupt, hier mit großem Pendelverkehr arbeiten. Ja, oder lange, auch lange Wegstrecke. Also wir brauchen hier definitiv auch nochmal einen SW 2000, den werden wir definitiv brauchen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So, wir werden natürlich erstmal jetzt hier schön brav unser HLF benutzen. LF10. Weil das Fahrzeug wird gegebenenfalls eingespeist, dann erstmal für die Geschichte mit Brandbekämpfung. So, halt, vorwärts, nicht rückwärts, könnte wehtun, wenn es dann tut. Out, out. So. Ja, ihr seht, das Ding hat richtig gefackelt. Oder beziehungsweise es brennt richtig. Bei so einer Geschichte brauchst du halt unheimlich viele wasserführende Fahrzeuge. Ganz, ganz viel. Ja, alle großen Tanklöschfahrzeuge, die es hier in der Umgebung gibt, werden hier definitiv gebraucht. Also da haben wir gar keine Chance, weil hier muss Wasser, 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 Wasser. So. Fakt ist, ich werde den jetzt mal nicht so weit reinfahren. Wir brauchen gegebenenfalls auch noch die Drehleiter, die reinfährt. Aber den würde ich jetzt einfach mal hier hinstellen. Der kommt jetzt hier links rein. So, der wird hier hingestellt. Schuppdiwupp. Weil hier können wir nämlich jetzt anfangen mit hier könnt ihr nämlich schon anfangen mit dieser ganzen Geschichte von Verteiler ausgebreitet, ja. So, hier brauchst du definitiv Action. Ich erzähle euch dann gleich noch ein bisschen was dazu. Wir wollen jetzt erstmal die ganzen Brummbrumms kommen lassen, also sprich unsere Autos. Ja, wir brauchen hier auf alle Fälle ganz schnell erstmal eine Riegelstellung, dass das Feuer nicht ausbreitet, weil das Ding brennt so oder so in voller Ausdehnung. Ja, da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir halt schnellstmöglich Wasserversorgung haben. So. Deswegen geht es weiter. Wir fangen gleich an mit unserem, nee, eigentlich mit der Drehleiter, weil die werde ich nämlich brauchen. Die werde, oh, was haben wir Glück jetzt. Echt jetzt? So, Attacke, Drehleiter. Drehleiter können wir natürlich auch benutzen, weil da kannst du von oben gut Wasser abgeben, ja. Gerade bei so einem Gebäude geht das eigentlich. Wird eingespeist über das Tanklöschfahrzeug und wir brauchen halt definitiv jetzt eine wasserführende Armaturen, die wasserführende Armaturen, Quatsch, wasserführende Fahrzeuge, die kommen jetzt aus der Nachbargemeinde. Ja, wir nehmen schon unsere Sachen, was wir jetzt hier haben, nehmen wir erstmal so die Drehleiter, ja. Das Problem ist, du kannst die Drehleiter natürlich gar nicht so weit reinsetzen. Das ist schon mal definitiv Fakt. Im Endeffekt würde die jetzt hier so stehen bleiben. Die bauen wir jetzt auch einfach mal auf. So. Das brauchen wir definitiv schon mal nicht.
Das ist ein bisschen blöd bei dem Dings hier. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das hier am besten hinkriege mit der Drehleiter. Das ist immer doof mit dem. Ja, ich weiß warum. Ich hätte Curseplay rausnehmen müssen. Tut mir leid, Leute. Normal nehme ich das Curseplay nämlich raus. Und dann klappt das auch mit dem Curseplay. Das war es ein Fehler von mir. Entschuldigung. Curseplay rausnehmen, dann kommt dieses blöde Bild da auch nicht. Das war es ein Fehler von mir. Bitte verzeiht's mir. Das nächste Mal weiß ich's. Ja, und dann wird das auch nicht mehr passieren. Ich denke da jedes Mal dran, aber vergesse es irgendwie. Gut. Super, das können wir eigentlich schon so lassen. Was wir jetzt noch machen werden, klar, ist natürlich das TLF, was wir jetzt hier ganz schnell brauchen, um Wasserzufuhr zu bekommen. Das ist ganz, ganz klar. Echt jetzt? Bist du blöd? So. Wir wollen den Leuten ja nicht, dass der Kopf wegfliegt. Das TLF wird natürlich jetzt definitiv erstmal die Miteinspeisung der Drehleiter übernehmen. Ja. Dass wir dann schnellstmöglich halt auch die nächsten Tanklöschfahrzeuge, die kommen dann von rechts angefahren. So, mehr brauche ich jetzt einfach nicht. Wir nehmen jetzt nochmal den OV-RTW, nehmen wir auch mit dazu. Ja, also die haben sich mittlerweile auch eingetroffen, die ehrenamtlichen Rettungsdienst. Die werden jetzt auch erstmal dazukommen und uns unterstützen. Klar, logisch. Die können sich dann da hinten stellen, wo der Elwe steht, würden die sich dann hinstellen. Ja. Und da sehe ich eigentlich keine Probleme. Den brauchst du halt bei einem F2, das wird natürlich ganz klar. Brauchst du auch ein bisschen Rettungsdienst, einfach zum Schutz, dass die Rettungsdienstkräfte bzw. die Kollegen, ja, den würde ich zum Beispiel jetzt hier mal an den Rand stellen. So, steht er gut. Gut, ich würde einfach sagen, ich werde ganz kurz, weil ist ja auch ziemlich schnell eigentlich die Anfahrt gewesen, ich werde euch ja einfach mal so einen Vorgang kurz erläutern, wie das funktionieren würde, wie es bei uns das funktionieren würde, wenn so ein Meld kommt, wenn so ein Meldebind kommt. Meldebind ist gegeben. F2 brennt vermutlich Waldhütte. Ja, was hier angedacht worden ist, wie gesagt, es brennt auch in voller Ausdehnung, diese Waldhütte. Die ist auch nicht von jetzt auf eben im Vollbrand. Also das heißt, wenn so Brände entstehen oder wenn meistens ist es in der Regel so, dass es irgendwo gezündelt wird. Zu 80% wird gezündelt. Aber es gibt natürlich auch das Problem, dass gerade wenn eine unheimliche Trockenheit, ihr habt es aktuell, denke ich mal, seht ihr das gerade in der Presse und in den Medien. Ihr seht Türkei, Griechenland, Italien, Amerika. Da sind riesengroße Waldbrände aktuell, ja. So, diese Waldbrände sind entstanden durch einmal vielleicht Unachtsamkeit einer Zigarette von einem Menschen, der einfach eine Kippe weggeschmissen hat, weil er sich der Sache nicht bewusst war. Es kann passiert sein, dass irgendwo Flaschen, Glasflaschen gelegen haben, durch Sonne, massive Sonneneinstrahlung glitzern die, beziehungsweise gibt es einen Lichtreflektor, ja, trockenes Gras, die Sache spiegelt und es fängt an zu brennen. Könnt ihr selber auch mal testen, indem ihr mal eine Glasscheibe nimmt, geht mal raus, bei euch nehmt euren Grill, also sag ich mal euren Holzkohlegrill, ja, dann legt ihr mal ein bisschen Gras, so trockenes Heu oder so rein und dann lasst ihr einfach mal die Sonne über die Glasscheibe über euren Grill, da mal das, ihr werdet sehen, wie schnell das anfängt zu brennen durch diese Hitzeenergie, die entwickelt wird. Gut, kann da die Ursache sein. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass irgendwo, jetzt sage ich mal, in dem Problem jetzt hier bei unserem Links, dass vielleicht jemand gezündelt hat, das mit Absicht Brandstiftung angesteckt hat. Da steckt man nicht drin. Ja, die meisten Feuer, die irgendwo entstehen, zum Beispiel auch nachts, wenn zum Beispiel Gartenhütten brennen, die nachts brennen. Wie kann nachts einfach eine Gartenhütte anfangen zu brennen? Es ist nichts da. Also wir haben jetzt kein Gewitter, wir haben keine
Keine Ahnung, es war jetzt keiner tagelang in dieser Hütte drin, hat keiner gegrillt oder so, wo vielleicht die heiße Asche ding geblieben ist. Nein, die Hütte ist einfach menschenleer seit Tagen und auf einmal fängt die an zu brennen. Ist in der Regel meistens Brandstiftung, ja. Gut, was es hier ist, kann ich euch nicht sagen. Würde dann später, nachdem alles gelöscht ist, wird das dann eine Brandursachenermittlung der Polizei geben. Ja, dann kommt dann die Kripo, die Brandermittler kommen und die werden sich natürlich die Brandstelle genau angucken, gucken sich die haben da ihre Vorgehensweisen, ja, nach was die alles gucken. Und da wird das so entstehen, dass sie dann irgendwann vielleicht sagen können, es war ein technischer Defekt, es war eine Brandstiftung, es war einfach, ja, Pech durch Zigarette, die weggeworfen ist, oder halt durch irgendeine Glasscherbe, die da rumlag oder was auch immer. Ja, also man steckt da nicht drin. Gut, Erscheinungsbild, wenn wir ankommen, haben wir einen Vollbrand stehende Hütte. So, hier haben wir schon die Situation, dass das Feuer schon das, ja, die umliegende Örtlichkeit mit angegriffen hat. Sprich, hier haben wir einen Holzstapel, wir haben hier einen Baum, wir haben hier unheimlich viel Gras. Wir gehen jetzt wirklich davon aus, wir haben strahlenden Sonnenschein, 11:45 Uhr Mittagszeit, wisst ihr alle, steht immer am höchsten Punkt die Sonne. Da sind die Temperaturen meistens, wenn es richtig schön knalliger Sommer ist, extrem warm. Reicht, um, ja, sag ich mal, das Feuer, ja, Nahrung zu bieten. Also, es hat hier jetzt schon angegriffen durch Funkenflug, was auch immer, ja, hat es jetzt hier schon angegriffen, das Gras zu bearbeiten. Gut, wenn wir von seitens der Feuerwehr ankommen, dann kommt meistens fährt ein Führungsfahrzeug voraus, das wäre ja der Edelweh hier vorne, ja, der da, das ist so der Edelweh, der wäre meistens der Erste, der mit rausfährt. Wenn du natürlich tagsüber bei dieser Zeit unter der Woche wirst du dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht besetzen. Also da sind es eher 80%, die nicht besetzt werden, weil vielleicht gar kein Personal da ist. Ja, du musst ja mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn wir, wie heute ist Dienstag, sage ich es mal 11:45 Uhr, Mittagszeit, ja, alle müssen arbeiten, jetzt sind vielleicht Sommerferien, aber du hast dann auch noch Studenten, die vielleicht, wenn du Glück hast, Semesterferien hast, die kommen dann halt und helfen, die in der Feuerwehr sind. Aber sonst in der Regel hast du Urlaubszeit, und die Leute sind vielleicht gar nicht da. Also du musst davon ausgehen, dass du bei so einer Zeit in den Sommerferien eher schlecht besetzt bist an aktiven Mitgliedern. So, gut, also wenn der Elwi mit dabei ist, ist der natürlich mit ziemlich schnell, der rausfährt, weil das ja, ihr wisst es, das Kommunikationsfahrzeug ist zwischen der Leitstelle und der Einsatzstelle, ja. Da sitzt dann immer der Einsatzleiter drauf oder der Zugführer. Einsatzleiter kann natürlich auch die Möglichkeit sein, wie es auch bei uns ist, dass der ein Cardio-W hat, Kommandowagen, das ist ein einstehendes Fahrzeug, meistens ein PKW. Und der fährt dann selbstständig selber an die Einsatzstelle, ist auch dann der Einsatzleiter, Stadtbrandinspektor, Gemeindebrandinspektor. Ja, oder bei den höheren Diensten, A-Dienst, C-Dienst, B-Dienst. Ja, also das kann ja schon alles so sein. Gut, kommen wir dann an der Einsatzstelle, erkunden wir natürlich, ganz, ganz schnell wird erkundet, was brennt, wie weit ist der Brand ausgedehnt, sind noch irgendwo Personen oder Tiere, ja. Man versucht ja als Einsatzleiter ganz viele Stichpunkte bzw. Merkmale rauszukristallisieren. Man muss sich die Einsatztaktik überlegen, wie ist die Wetterlage, wie ist der Wind, falls es Wind gibt, wie weit ist das Feuer also wie weit ist das vorläufig das Feuer? Ja, hat es mittlerweile andere Sachen schon angegriffen, weil wie gesagt, dieser Holzstapel hier, der wäre, ist mit Sicherheit auch demnächst am Brennen durch die Hitzeentwicklung. Ja, ihr seht, wie das hier ist. Ja, wie das hier, das Feuer brennt. Also hat es den auch schon erwischt. Das heißt, der fängt hier auch schon an zu brennen. So. Gut. Erst eintreffendes Fahrzeug ist dann meistens wieder immer der Erstausrücker bei euch in der jeweiligen Feuerwehr. Es gibt Feuerwehren, die haben natürlich gleich Tanklöschfahrzeuge, große TLFs. Die haben natürlich auch dann noch LFs, HLFs. Bei uns ist das so geregelt, dass wir bei so Aktivitäten ein HLF vorfahren oder das LF fährt raus. Einfach mit der Prämisse im Hintergrund, dass dieses Fahrzeug hingestellt wird als Puffer. Das heißt, dieses Auto stellen wir hin und über diese Pumpe werden wir Wasser abgeben, weil das hat einen kleinen Tank. Wenn es ein LF10 ist, bei mir ist es jetzt ein LF10. Ich betone es nochmal, es ist ein LF10, es ist kein LF20. Ja, es hat ja schon jemand mal liebevoll, also netterweise gemeint, in den Kommentar reingeschrieben, im letzten Video, dass es ein LF20 ist. Nein, meins ist ein LF10. Das habe ich so entschieden.
Und ich wollte kein LF20. Es gibt natürlich auch vom Katastrophenschutz ein LF20, aber das ist ein LF10. Punkt. So, dieses Fahrzeug wird dann hier stehen. Und wenn es steht, dann steht's. Es muss halt am Anfang gleich richtig positioniert werden. Also so, dass es nicht in der Gefährdungsbereich ist. Also ich kann mein HLF jetzt nicht nehmen und kann es hier vorne hinstellen. Ja, hier habe ich eine massive, bei diesem Brand habe ich eine massive Hitzeentwicklung. Das fängt mir irgendwann an, die Jalousien zu beschädigen, den Lack zu beschädigen, etc. pp. Also muss ich es irgendwo dahin stellen, wo ich arbeiten kann, wo ich aber auch gleichzeitig doch einen Schutz meines Fahrzeugs habe. Und hier habe ich locker mal 30 Meter. 50 Meter habe ich hier vorne weg. Ja, also das geht. So, dann wird mit einem Verteiler, zwei B-Schläuche, zwei B-Längen, wird hier vorne ein Verteiler gesetzt. Ja, und aus dem Verteiler kann ich mit drei Rohren anfangen zu arbeiten. Was ist primär das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist, dass das Feuer nicht weiterläuft. Dass es nicht die Chance bekommt, hier den Rest hier anzustecken, dass der Baum, der schon in Mittelleidenschaft gezogen ist, dass der weiter brennt, der springt irgendwann rüber auf den Baum. Hier fängt die ganze Grasfläche an zu brennen. Also man muss zunehmend schnellstmöglich zusehen, dass wir hier Wasser, viel, viel Wasser haben und hier alles gleich nass spritzt. Also man fängt an hier außen. Weil das Gebäude, seht ihr, ist eh nicht mehr zu retten. Das steht im Vollbrand. Ja, das Ding steht im kompletten Vollbrand. Da ist so oder so erstmal gar nichts zu machen. Das heißt, hier müssen ganz schnell links und rechts versucht werden, schnellstmöglich alles nass zu machen und hier abzulöschen. Ganz wichtig, dass das Feuer nicht die Möglichkeit hat, weiter zu wandern in den Waldbereich. Weil ihr seht, hier sind überall Bäume. Wenn das hier, man kann aus so einer kleinen Gartenhütte, kann man einen riesen Waldbrand machen. Beziehungsweise aus einer Waldhütte kann man einen riesen Waldbrand machen. Habe ich schon selbst erlebt. Ja, wie ein Fahrradunterstand. Also sprich, es gibt ja in dem Wald auch diese Hütten, wo man kurz mal Pause machen kann, wo so eine Bank drin ist oder mal kurz was trinken kann. Ich schreibe so einfach so diese Unterstellhütten. Die hat gebrannt, auch in voller Ausdehnung. Und das Problem war, dass halt nicht schnell genug, der war sehr jung, der hat falsche Taktik angewendet. Und ja, und das Ende vom Lied war, dass das Feuer gelaufen ist. Also es ist dann links und rechts, auch durch Funkenflug ist es halt ziemlich schnell ins Wald, in den Waldboden abgehauen und hat diverse Waldflächen noch mitgenommen. Also es wurde aus einem, ja, eigentlich kleinem Feuer, wurde es ein doch sehr großes Feuer, wo halt dann auch mehrere Feuerwehr mit ihren Tanklöschfahrzeugen erscheinen mussten. Gut, wie gesagt, ihr seht, also wir haben jetzt hier unseren Verteiler aufgelegt, wir haben Schläuche ausgebreitet, die Feuerwehrleute gehen rechts und gehen links an, total sofort zu löschen, das hier sofort runter zu löschen und zu kühlen. Parallel schießen sie natürlich auch schon mal mit dem Wasser hier links und rechts an dem Gebäude entlang. So, wenn man den Luxus hat, dass eine Drehleiter kommen kann, wird die natürlich im Notfall auch eingesetzt. Drehleiter von oben zu löschen ist eine gute Sache. Du hast einen Werfer, ja, dann nimmst du die Drehleiter, haust die rein, wenn es die Möglichkeit gibt und auch den Platz. Man sollte also, wenn es tief im Wald drin ist, bringt eine Drehleiter gar nichts. Ja, also Leute, was denken, ihr habt, das ist jetzt hier, wenn man mal hochguckt, haben wir hier Bäume, aber wir sind nicht tief im Wald drin. Wir sind hier Feld, wir haben hier Feldwege, also wir könnten hier super mit der Drehleiter arbeiten. Jetzt kommt die Situation, ihr habt so eine Hütte, wie ich eben sagte, so einen Unterstand im Wald, mitten im Wald drin. Da könnt ihr mit der Drehleiter nichts bewirken, da brauche ich keine Drehleiter. Weil wenn ich die Drehleiter, wenn ich jetzt mal hier reingehe, weil ich zeige es euch jetzt mal. So, jetzt gehe ich hier rein. Es wäre hier so ein Unterstand, ja, hier ist es immer der Unterstand. Guck mal, was passiert. Also ich habe hier links und rechts, habe ich hier überall Äste, ich habe Bäume. Nein, also das macht keinen Sinn. Also da wird keine Drehleiter eingesetzt. Hier kann ich sie einsetzen, ja, weil hier habe ich absolut über dem Drehleiterkorb gar nichts. Ja, ich habe hier einen großen Wendebereich, wo ich wirklich arbeiten kann. Ja, also ich kann die hier ohne Probleme aufbauen, das geht. Man muss als Einsatzleiter, das sind alles so Punkte, wo ein Einsatzleiter wissen muss, was drauf zu achten hat, ja. So, hier könnten wir die Drehleiter einsetzen. Auch diese wird nicht, wie ihr das kennt, bei Wohnungsbränden oder Wohnhausbränden, sage ich jetzt mal, in Ortschaften, da fährt er die Drehleiter meistens vor das Gebäude, ne? Da geht das, aber das würde ich hier jetzt nicht machen, weil das Ding brennt in voller Ausdehnung und wenn ich hier meine Drehleiter hinstellen würde, hier,
sage ich euch, wie die Drehleiter, die kann ich schon noch wegschmeißen. Ja, die hat einen Totalschaden, weil die kriegt durch die Hitze, kriegt die massive Brandschäden. Also weg, Drehleiter 30 Meter, 23 Meter Höhe, können wir hier super gut. Dann nimmst du den Werfer und haust einfach wie blöd Wasser da drauf. Ja, das geht. Aber du musst natürlich auch, um die Drehleiter einzuspeisen, ein großes Tanklöschfahrzeug haben. Also du kannst nicht mit dem LF10 eine Drehleiter, kannst du, bringt dir aber nichts. Das macht, bis das Wasser oben ist, ist das Auto leer und das Wasser macht fertig. Also es bringt nichts. Hier muss wirklich ein groß flächiges Fahrzeug, Tanklöschfahrzeug mit mindestens mal 4000 Liter sollte dastehen bei so einem Brand, um die Drehleiter einspeisen zu können. So, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr in der Nachbarwehr, dass sofort weiter alarmiert wird, weitere Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge an die Einsatzstelle. Im Wald ist es ja meistens so, es gibt Saugschächte. Ja, Wald, in dem Wald gibt es natürlich auch eine Wasserversorgung, gibt es auch in den Wäldern. Das ist definitiv gesichert, muss ja auch gesichert sein, weil wenn Waldbrände sind, musst du ja irgendwo auch dein Wasser herbekommen. Ob du natürlich an jeder Einsatzstelle, wo es gerade brennt, auch an nächstmöglichen Zeitpunkt einen Saugschacht hast, das kannst du aus deinen Waldplänen der Feuerwehr entnehmen. Also jedes Tanklöschfahrzeug oder jedes Löschfahrzeug sollte Waldpläne in seinem Auto haben. Das ist eigentlich ein wichtigster Bestandteil, weil wenn du in den Wald fährst, solltest du wissen, wo Hydranten sind, beziehungsweise Saugschächte sind, wo du Wasser herbekommst, ja. So, hier hätten wir jetzt Luxus. Hier hätten wir jetzt echt Luxus, ja. Also hier können wir jetzt einen Saugschacht, das ist jetzt so eine Art Saugschacht hier, das werden wir jetzt mal als Saugschacht nehmen, ja. Da wird einfach der Deckel abgenommen, es wird vom TLF, werden hier Saugleitungen reingeschmissen, das Auto wird eingespeist und wenn du ein guter Maschinist bist, kannst du aus dem TLF ein reines Pufferfahrzeug machen. Also sprich, ich kriege mein Wasser aus dem Schacht hier in dieses Auto rein, bespeise die Drehleiter und parallel bespeise ich mein LF10. Geht, habe ich auch schon gemacht, ist überhaupt kein Problem. Du musst halt ein großes Löschfahrzeug haben, ja? Kein Problem. Du kannst super Abgänge machen, du kriegst Eingang über die Saugleitung, ja, gar kein Thema. Ich hätte es dann so gemacht, wenn ich an die Einsatzstelle gekommen wäre, ich hätte meinen Arsch natürlich in die andere Richtung gestellt. Also meine Schnauze wäre hier und mein Arsch wäre hier. Dass ich auch nicht so eine ewig lange Saugleitung brauche. Ja, das ist ganz klar. So, und dann könnte ich hier wunderschön meine Drehleiter einspeisen, und mein LF einspeisen. So, und dann habe ich Wasser. Und dann brauche ich natürlich, klar, wenn ich da hinten eine weitere Feuerwehr kommen lasse, würde ich natürlich hier noch ein TLF kommen lassen. Ja, ganz klar. Oder zwei TLFs. Die würde ich mir hier noch einspeisen lassen. Definitiv. Also hier auf alle Fälle noch ein TLF hin, was von hier auch dann Brandbekämpfung macht, um einfach zu unterstützen, hier alles nass zu machen und da die Feuerwehr zu unterstützen. Das würde ich ja noch natürlich anfordern. Wäre jetzt in dem Fall auch angefordert. Die Nachbarwehr ist auf der Anfahrt mit ihrem TLF. Das fährt dann hier lang, stellt sich hier hin, baut hier auf und fängt hier an zu löschen. Also das wäre so dieser Fakt, den man machen würde. Aber wie gesagt, das ist jetzt dieses Erscheinungsbild. Ja? Aber Fakt ist einfach, wie es in der Realität aussieht. In der Realität sieht es immer meistens anders aus. In so einem Spiel kann man das machen. In der Realität, ja, also ich versuche es ja immer so ziemlich treu, nah euch zu erklären, wie es läuft. Also so würden wir definitiv bei uns einen Einsatz aufbauen, ja, und wir werden das dann auch ruckzuck löschen. Das Ding wäre ruckzuck aus, ja, und es würden auch keine weiteren Schäden sein, weil wir allein schon bei uns, auf meiner Feuerwehr, wo ich arbeite, haben wir allein ein TLF 1625, wir haben ein TLF 2040, wir haben ein HLF 2016. So, da haben wir 8500 Liter haben wir allein nur allein bei uns auf unserer Feuerwache stehen, ja. Müssen wir haben, weil wir die Autobahn dabei haben. Also da brauchen wir immer viel Wasser. So, in der Ortsteil, wo ich ehrenamtlich in der Feuerwehr bin, haben wir 3500 Liter Wasser. Ja, so. Ich habe gesagt,
8.500 Liter Wasser stehen da, wo ich arbeite. Und nochmal 3.500, also allein nur das, wenn das auf die Autobahn fährt zum LKW-Brand, haben wir schon, oder auch zum Waldbrand, wenn wir da rausfahren, voll Action. Also da können wir richtig Gas geben und Feuer löschen, ja. Aber parallel müssen trotzdem noch andere TLFs oder Tanklöschfahrzeuge mit alarmiert werden. Gut, das wäre jetzt, wie gesagt, ja, dieser Einsatz, den ich jetzt einfach mal gemacht habe. Klar, es ist kein Einsatz, der in 10 Minuten abgearbeitet ist, das könnt ihr vergessen, weil so ein Brand, der entwickelt sich und der hat natürlich auch viel, viel Zündstoff hier, ja, der hat Nährstoffe, der hat den Boden, der hat die Bäume, da, das muss alles gelöscht werden, dann habt ihr Nachlöscharbeiten etc. pp. Also das sind schon mal vorneweg, würde ich vorsichtig sagen, 2, 3, 4 Stunden Einsatz. Mit allem drum und dran, das alles richtig zu wässern, die Hütte, das Haus sich anzugucken, bis es aus ist. Weiß nicht, was in dem Haus noch drin war, ob da irgendwie Möbel drin war, ob das eine Gartenhütte war oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, also ihr seht selber, es ist da schon ein bisschen Action in der Bude. Ja, und das alles muss man halt doch irgendwie auch ja, bekämpfen. Gut. Ja, wie gesagt, wenn das Feuer dann irgendwann erledigt ist, klar, logisch, wir unseren Job erfüllt haben, ja, nach unserer Arbeit haben wir irgendwann unser Feuer gelöscht und wir haben eine Ruine da stehen. Hier steht eine Ruine, ja, voll ausgebrannt. So würde das im Endeffekt dann aussehen. Innen wäre nichts mehr, Dach wäre alles zerstört. Ja, in der Regel ist es so, dass sich dann vielleicht irgendjemand erbarmt und dann mit dem Bagger da reingeht und alles kaputt macht, weil es in der Natur ist, natürlich Schadstoffe auch nicht super. Ja, aber wie gesagt, dieses Haus ist jetzt nur noch Schrott. Das Thema ist durch. Gut. Ja, was soll ich noch viel mehr sagen? Hier würden jetzt natürlich noch viel mehr Fahrzeuge stehen, das wäre klar. Nachbarsfeuerwehr, die wäre natürlich auch dann da und würde hier noch stehen mit ihren Autos. Und daher sehe ich mal, wäre das jetzt einfach durch mit dem Einsatz. Wir haben alles gelöscht. Es kam keiner zu Schaden. Das ist immer das Wichtigste, dass alle gesund bleiben. Gut, Feuer ist aus. Wald wurde auch nicht angegriffen, beziehungsweise das Feuer ist nicht weggelaufen. Wir haben es noch rechtzeitig in den Griff gekriegt. Ja, wenn ihr immer Anliegen habt und was ihr wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einfach mal rein, ob ihr... wie ihr das vielleicht, wenn ihr Feuerwehrleute seid, in euren Feuerwehren machen, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch mit Drehleitern arbeitet, mit großen Tanklöschfahrzeugen. Es gibt ja auch kleine Feuerwehren mit nur kleinen TSFW etc. pp. Ja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas machen würdet, würde mich riesig freuen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wäre super nice von euch. Macht ein bisschen Werbung, Support ist kein Mord. Denkt immer dran, nicht bei anderen YouTubern, macht es einfach und habt einfach Laune. Gut, dann sage ich einfach Dankeschön bei euch. Wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, Kakao.